Wie geht es weiter im DAX? Bekommen wir morgen den Turnaround Tuesday? Zieht der Monatsultimo oder ist die Panik einfach viel zu groß und wir werden jetzt ins Bodenlose fallen? Genau das werde ich dir in diesem Video verraten. Außerdem werde ich am Ende vom Video dir noch einen Blick in meine zwei Live-Depots geben, um dir zu sagen, wie ich aktuell positioniert bin, worauf man jetzt setzen kann und warum es auch an solchen Tagen vielleicht gar nicht so schwer ist, an der Börse Geld zu verdienen. Und wenn du besonders erfahren bist, dann wirst du wissen, an solchen Tagen wie heute ist es sogar besonders leicht, an der Börse Geld zu verdienen. Denn wenn die Emotionalität Überhang nimmt, wenn eben viele Privatinvestoren einfach panisch in bestimmte Reaktionsmuster reinverfallen, kann man als guter und erfahrener Investor und Trader richtig gutes Geld verdienen. Wie das genau passiert, das verrate ich dir auch in diesem Video. Also bleib dran, gib mir den Daumen nach oben und wie immer abonniere den Kanal und teile das Video. Ja, wie sieht die Situation aus im DAX? Hier siehst du den DAX auf der Tageskerze seit Ende 2019 bzw. Ende 2018. Du siehst hier den Abverkauf, den wir im Oktober, November, Dezember hatten. 2019 ging es hoch und hier zuletzt jetzt dieser deutliche Verlust. Über 660 Punkte hat der DAX seit seinem Closing in der Kasse zum Freitag verloren. Am Freitag waren die Märkte schon negativ und ich hatte ja vor einer Woche hier den Freitagsindikator auch benannt, war deswegen im Live-Trading und ich werde es dir gleich zeigen, auch freitags natürlich Short in Aktien gewesen, habe die Position natürlich auch über das Wochenende behalten. Und die Frage ist, wie weit kann der DAX hier fallen, wo kann es da noch hingehen? Und was ich dir zeigen kann, ist der sogenannte Measured Move. Das ist eine sehr interessante Technik aus der Chartanalyse. Man geht davon aus, dass sich die Märkte generell in einer gewissen Symmetrie bewegen. Das haben sehr viele Analysemethoden in sich, zum Beispiel wenn ich mir Fibonacci angucke oder auch zum Beispiel die klassischen Gunn-Muster oder auch Gartley-Muster und und. Also alles, was irgendwo mit Chartmustern zu tun hat, da gehe ich immer von einer gewissen Symmetrie aus und das lässt sich eben in der Natur häufig beobachten und teilweise auch in Charts finden. Sicherlich nicht die einzige Möglichkeit, die Märkte sich anzuschauen, aber generell doch ein nicht verkehrtes Tool, was man sich hier mal im DAX anschauen kann. Und da sehen wir haben hier einen Measured Move in einem Zeitraum vom 27. Dezember, dem Tief an den Aktienmärkten, bis zum 3. Juli, also über 7 Monate, haben wir hier einen Anstieg gehabt von 10.230 bis in Richtung 12.630. Also ein deutlicher Anstieg und auch genau diese gemessene Bewegung haben wir hier vom 15. August bis eben aktuell zum 17. Februar gehabt. Das ist ein Measured Move, der hat sehr gut funktioniert und es sieht so aus, als wenn die Märkte jetzt hier tatsächlich auch in den Korrekturmodus reingehen. Schauen wir uns das mal an. Diese Korrektur ist nicht so lang wie die gesamte Aufwärtsbewegung, gibt uns aber eine Idee dafür, wie lange so eine Korrektur gehen kann, also ungefähr einen Monat. Und die kann uns eben hier durchaus bis in den Bereich 12.200 Punkte reintragen. Also eine ganze Menge an Bewegung, die wir hier nach unten noch haben. Wichtig für mich ist auch, und deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit dem Turnaround Tuesday und dem Monatsultimo, ist, und da habe ich ja schon viel drüber gesprochen, ist eben das Phänomen der Year-to-Date-Performance. Also die Frage, ist die Börse seit Jahresanfang im Plus oder im Minus? Das ist etwas, was sich die Indizes immer wieder anschauen. Und wenn ich mir hier den Eröffnungskurs anschaue, sehen wir spannend, genau das Opening heute Morgen war schon tiefer. Und danach kam dann auch der Abverkauf. Und solange wir unter dieser Marke hier von 13.250 stehen, wäre ich auch mit dem Turnaround Tuesday und auch mit dem Monatsultimo vorsichtig. Insbesondere, wenn das Sentiment sich so verhält, wie es sich heute verhalten hatte. Und ich habe ja schon darüber gesprochen, dass tatsächlich hier das Sentiment gerade an so hochvolatilen Tagen, Regime-Shift, 600, 700 Punkte im Minus, dass gerade an solchen Tagen das Sentiment ein sehr guter Indikator ist, weil viele private Investoren gerade an einem Montagmorgen natürlich sehr panisch sind, hier ihre Bestände entsprechend adjustieren, heute konkret jeden fallenden DAX-Punkt genutzt haben, um zu kaufen. Und das schauen wir uns mal an. Vielleicht kennst du die Strategie FX-Fool oder FX-Dummkopf von mir, wo wir einfach das Gegenteil von den Privaten machen. Und da siehst du hier zum Beispiel im Sentiment vom DAX haben wir heute Morgen seit 8.40 Uhr einen permanenten Anstieg gehabt. Also die privaten Trader an der EUVAX haben hier Optionsscheine und Zertifikate gekauft, haben hier also ihre Long-Position permanent über den Tag ausgebaut. Und man hätte eben hier den DAX zum Beispiel um 8.45 Uhr noch als erfahrener Trader bei 13.300 shorten können, hätte hier eine Bewegung von 250 Punkten auch vereinnahmt. Und das ist auch die Idee für morgen, den Turnaround Tuesday und den Monatsultimo. Solange du das Gleiche machst wie das private Sentiment, wirst du eher zu den Verlierern gehören. Deswegen guck dir das unbedingt als Filter an. Sei nicht so naiv zu sagen, nur weil jetzt Turnaround Tuesday und
Friday Gold Rush 10, 12, 15 Mal hintereinander funktioniert hat, dass es der heilige Gral ist, der immer klappt, sondern nutze gerne zusätzliche Informationen, wie hier das Sentiment, was ja komplett unkorreliert ist, zu den Strategien, um eben deine Idee zu verifizieren. Und wenn das eben beides in eine Richtung zeigt, dann mach vielleicht eine größere Positionssize. Und wenn das eine Long und das andere Short ist, ja, dann setz den Trade vielleicht aus. Wichtig ist, immer wieder an der Börse aktiv zu sein, immer wieder hier die Ideen mitzunehmen. Und heute Morgen gab es eine wunderbare Möglichkeit, wie gesagt, privates Sentiment um über 50 Punkte gestiegen. Oder sogar mehr, über 75 Punkte gestiegen. Und hier der Markt hat entsprechend dann eine deutliche Bewegung nach unten hingelegt. Also so leicht 250 Punkte zu verdienen, wenn man die richtigen Informationen hat, wenn man eben auch finanziell und örtlich frei ist und sich darum kümmern kann. Ich weiß, das kann auch nicht jeder, leider. Dann kann man eben hier sehr leicht verdienen. Man muss nur ausgebildet sein, man muss nur wissen, was man macht. Ja, was treibt die Märkte rum? Und ihr wisst es schon, das ist natürlich das Coronavirus. Hier vor allen Dingen mit den Infizierten in Italien. Und da hilft auch der gute IFO-Geschäftsklimaindex von heute Morgen nichts. Wenn das Thema jetzt in Europa groß wird, haben wir ein Problem. Global sind die Infizierten zwar linear wachsend, bedeutet also auch hier im Ursprungsland in China ist kein exponentielles Wachstum zu sehen, sondern wir haben in Anführungszeichen nur ein relativ konstantes Wachstum. Wir haben auch die Anzahl der Toten, die relativ langsamer wächst. Wir hatten also hier schon größere Anstiege gehabt. Ist natürlich auch die Frage, ob China wirklich die Wahrheit nennt oder ob eben die Indikationen, die wir aus Taiwan, Thailand, Vietnam und anderen Ländern im Umkreis von China bekommen, ob die nicht viel realistischer sind. Trotzdem scheint eben das noch keine große Pandemie im Sinne von exponentiellem Wachstum, was ja wirklich die Wirtschaft, nicht nur die Wirtschaft gefährden würde, sondern auch das Leben auf dieser Erde. Das scheint zumindest ein Stück weit eingedämmt. Man hat hier vielleicht dann doch die richtigen Maßnahmen gegriffen. Problem ist einfach, was wir an den Märkten sehen, ist eben das Psychologische, dass wir hier momentan sehr, sehr ängstlich sind, gerade wenn es Richtung Europa geht und dass hier die Wirtschaft auch teilweise komplett zum Erliegen kommt. Zum Beispiel gehört von meiner Nichte, die arbeitet in der Apotheke, hat 3 Apotheken mittlerweile und die haben extreme Lieferengpässe aus China raus. Die Automobilindustrie hat Probleme. Ein Freund hat mir erzählt, der Bekannte in China hat, dass da fast alles lahm liegt, keine Reisen mehr möglich sind und. Und das greift natürlich auf die Wirtschaft aus und viel wichtiger ist eben diese Psychologie dahinter. Und das muss man an der Börse eben berücksichtigen, wenn man erfolgreich traden möchte. Schauen wir uns mal das Live-Depot an. Du siehst hier den DAX. Du siehst hier mit dem Measured Move, den ich gerade beschrieben habe, und dem kleinen Dreieck, habe ich eine Short-Position gemacht bei 13.739,85. Hatte das Take-Profit dann nach einigem an Momentum auch nochmal etwas tiefer gesetzt. Denke auch, dass wir heute Richtung 13.000 nochmal runterlaufen am Nachmittag. Begründung war das Coronavirus. Und du siehst auch hier im Depot 45% plus in mittlerweile 16 Monaten, wo ich dieses Depot betreue. Das Hoch war bei 47%, also ich bin da nicht mehr weit weg vom All-Time-High und bin da ganz zuversichtlich, das auch in den nächsten Wochen zu erreichen, gerade wenn die Märkte so volatil bleiben. Und eine Sache ist mir natürlich ganz wichtig, wenn du jetzt morgen unbedingt in den Turnaround Tuesday rein möchtest, mach's mit einer geringeren Positionsgröße, denn wir haben in der Ausbildung ja gelernt, dass die Volatilität autokorreliert ist. Anders als die Renditen, bedeutet also, nach so einem Tag mit 600 Punkten Bewegung ist es super unwahrscheinlich, dass der DAX morgen eine 30-Punkte-Range hat, sondern da wird es entsprechend sehr volatil weitergehen und ich würde mich wohler fühlen, zumindest mein Trader und mein Manager, wenn die Positionsgröße morgen nicht exorbitant groß ist, sondern eben hier dieser gestiegenen Volatilität angepasst. Und du siehst, es könnte auch so ein Broadening-Top werden, sehr unangenehme Formation, wenn die nach hier aufgelöst wird. Denke ich auch, dass wir diesen Measured Move aus der Korrektur von 12.200 im DAX relativ schnell noch sehen können. Makroökonomisch weißt du ja, einiges ist im Argen. Jetzt im Februar sind die Renditen auch nicht so gut, gerade in Wahljahren ist der Februar eher ein schlechter Börsenmonat, also saisonal ist auch nicht so viel zu holen. Technisch ist das Bild alles noch okay, wir sind noch deutlich über der 200-Tage-Linie und vom Sentiment, naja, da kippt es gerade so ein bisschen, also man merkt auf jeden Fall, der Markt wird volatiler. Und wenn ich mir das Gold auf dem 7-Jahres-Hoch angucke, und du weißt ja, Gold ist meine größte Position im Depot, das hatte ich ja vielfach in der Ausbildung und auch hier bei YouTube kostenlos entsprechend promotet, hatte ja auch ganz klare Kursziele im Kanal abgeleitet. Das sieht so aus, als wenn wir da mehr als auf Kurs sind. Und ich glaube, Gold ist in einem Portfolio auch immer eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ja, das ist die eine Position im DAX. Was haben wir denn noch? Schauen wir mal rein. Wir hatten am letzte Woche mit dem Freitagsindikator hatten wir auch die Position in der Nasdaq nochmal gemacht, hatten also hier die Nasdaq 100
geschortet. Das war hier nach diesem Momentum und die Idee ist einfach gewesen, am Freitag short sein zu wollen. Das war ja wieder dieser Freitagsindikator, den ich auch schon bei YouTube vorgestellt hatte. Position sieht jetzt hier mit 2.500 € auch ganz gut aus. Und was ich auch noch im Live-Depot habe, neben den Aktien-Shorts, die ich heute wahrscheinlich noch bis Tagesende halten werde und dann mir morgen mit dem Turnaround Tuesday sehr genau anschauen werde. Wahrscheinlich werde ich die Position dann auch mit Profit schließen. Am besten wäre eben, wenn sie ins Take Profit reinlaufen. Und was wir noch haben, ist der Bitcoin. Und im Bitcoin habe ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Das war der Short hier bei 10.000. Ganz interessante Marke hier in der Konsolidierung. Und an Tagen wie heute merkt man, glaube ich, auch sehr gut, dass der Bitcoin eben keine Versicherung ist, kein Goldersatz und eben auch nicht in irgendeiner Art ein Safe Haven, sondern dass es ein hochvolatiles Zockerinstrument ist, wo es eben mittlerweile viele gute, technisch bessere Alternativen gibt. Schauen wir uns sonst mal an, was im Depot so war die letzten Wochen. Trading lief ja sehr gut und du weißt ja, ich hatte in dem Konto hier auch einen größeren Drawdown gehabt und habe mich da momentan wieder fast an die alten Höchststände rangearbeitet. Das ist halt die Art und Weise, wie mein Trading funktioniert. Ich kann halt nicht 12 Monate 12-mal Gewinn machen. So ist mein Trading nicht aufgebaut. Siehst du ja auch heute in den Positionen, wenn es mal besonders gut läuft, gewinne ich eben 5, 6, 7 eher von dem, was ich als Risiko eingesetzt habe. So funktioniert das Trading. Das ist natürlich nicht jede Woche der Fall. Aber wenn das klappt, gibt es dem Depot einen schönen Schub. Und du siehst auch hier DAX Short, Wall Street Short, also Dow Jones Short, DAX Short, DAX Short. Hier waren wir long. Ich glaube, das war ein Monatsultimo. Hier waren wir wieder short. Hier war im Cable eine Position, die ich auch bei YouTube begründet hatte. Hier war ein Friday Gold Rush und. Und weil es einige Fragen zu dem algorithmischen Trading gab, hier nochmal kurz der Blick ins Algo-Depot, weil es auch so schön aussieht. Hier werden ja entsprechend 6 Strategien von mir umgesetzt. Das hat der Samuel für mich programmiert. Alles reales Geld, alles entsprechend verifiziert. Also alles wirklich echtes Geld, 100.000 €, 47.000 € im Plus, 65%. Und du siehst auch hier, die Strategien funktionieren momentan sehr, sehr gut. Das wird nicht ewig so bleiben. Aber um damit Geld zu verdienen, ist es definitiv eine gute Alternative, gerade an solchen Tagen, wo das Depot eben auch wieder mit 1.200 € im Plus steht und wo wir eben auch in der Historie sehen, hier der Friday Gold Rush, der Zinshamster, der Gold Rush, der Zinshamster, der Gold Rush, der Monatsultimo, der Turnaround Tuesday, der Zinshamster. Und ich weiß auch, viele haben gemeckert über den Zinshamster und wie stark hat er hier in den letzten Monaten wieder performt, jedes Geschäft im Plus. Also man muss einfach die Strategien durchhalten und das ist auch die Lektion, die ich hier zum Abschluss noch habe. Gute Strategien, sauber umgesetzt, das ist der Garant für Börsenerfolg. Seid eher vorsichtig im DAX, wie gesagt, die gestiegene Volatilität bedeutet, weniger Risiko pro Trade einzusetzen, filtert die Signale unbedingt, nutzt eben hier zum Beispiel die FX-Full-Strategie, um dann eben Turnaround Tuesday und Monatsultimo nochmal ein Stück weit zu verbessern. Ich glaube eben, dass wir hier doch in eine größere Korrektur reingehen, weil der Markt eben eine andere Stationarität hat und weil der Markt eben hier ein Stück weit nervös wird und macht nicht das klassische Verhalten, was die letzten 10 Jahre die meisten gemacht haben, beide Dip, weil das kann verdammt gefährlich werden, gerade wenn die Volatilität so extrem ansteigt und dass an Tagen wie heute schon die ersten Instis nervös werden, das ist doch auch klar, weil die Psychologie kann man schwer begreifen und wenn da einmal das Fünkchen überschwappt, dann hat der Markt hier auch ein sehr großes Problem.